mein Aufgebrauchsvideo machen. Es wird nämlich schon extrem Zeit. Ich habe heute mal die Haare so lassen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich sie weiterhin so offen lasse, weil ich habe das Gefühl, dass das sie dauernd so noch vorfliegen, werde ich mir immer ins Haar fahren und dann werden sie schnell fettig. Aber ich wollte sie irgendwie mal so lassen, weil sie fallen jetzt so schön, weil sie eben wegen dem neuen Shampoo, was ich da eben benutze. Aber dazu dann in einem anderen Video mehr. Fangen wir mal an. Ich habe wieder meine Wattestäbchen leer gemacht. Die sehen so aus. Kennt ihr, die benutze ich ja immer, wenn mir Fehler passieren. So. Dann habe ich leer gemacht meine Wattepads in groß. Die, was ich immer für Gesichtswasser, Reinigungsmilch und so verwende. Dann habe ich natürlich die kleinen Wattepads aufgebraucht. Manchmal nehme ich mal die vom Müller, weil ich einfach zum Hofer nicht komme. Dann habe ich hier so eine Mini-Probe von Persil Duo Cups, heißen die. Ja, ich kann dazu ehrlich gesagt nicht so viel sagen, weil ich fand es jetzt nicht so toll, aber ich glaube, eine Anwendung verratet jetzt eigentlich auch nicht so viel drüber, aber ja. Dann habe ich meine Mundspülung leer gemacht, die, was ich mir immer wieder nachkaufe, von der Müller Eigenmarke. Die mag ich eigentlich am liebsten. Also ich finde die am besten. Listerin kann ich nämlich nicht verwenden, weil das ist mir zu stark. Dann habe ich nochmal aufgebraucht von Aden, dieses Serum. Was überhaupt nicht der Rest rausgeht, was ich nicht verstehen kann. Ein Backup habe ich noch. Ich habe auch gesehen, dass der Müller von uns das wieder im Sortiment aufgenommen hat. Gott sei Dank. Weil das ist ja mein absolutes Lieblingsprodukt. Dann habe ich eine Zahncreme aufgebraucht, die, was ich überhaupt nicht gut fand. Die heißt Blanks oder sowas. Da hätte eigentlich noch ein Licht dran sein sollen. Aber da war das Licht nicht dabei. Also habe ich die so verwendet. Und die hat ziemlich lang zwar gehalten, aber ich finde nicht, dass sie die Zähne weißer gemacht hat. Also würde ich mir die nicht nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht meine No Stripes von Biore, diese Limited Edition. Ich mag die überhaupt nicht, aber sie gibt es jetzt komischerweise beim Müller reduziert. Und ich gehe jetzt jeden Tag vorbei und überlege, ob ich mir jetzt welche kaufen soll. Ich hätte die in Zebra-Logo irgendwie noch gerne. Aber ich weiß nicht. Ich fand sie nämlich nicht so gut wie die schwarzen. Ich habe sie halt unten immer verwendet fürs Kinn. Für das waren sie okay, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mir nachkaufe. Obwohl mir schon viele ausgegangen sind. Dann habe ich die Reinigungstücher aufgebraucht von, wie heißen die Marke überhaupt? Ich weiß, dass die von Action Mark sind. Facial Vibes Coconut. Naja, die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil die sind mega günstig und da tut mir das Herz nicht weh, wenn ich die für meine Swatches da benutze zum Schminken. Deswegen habe ich mir davon urviele Backups gekauft. 70 Cent, da kann man nicht wirklich meckern. Deswegen kaufe ich mir die auf jeden Fall wieder nach, wenn die mir ausgehen sollten. Dann habe ich eine Maske leer gemacht. Das ist von Freeman eine Maske. Die mag ich so gern, die Masken. Das wisst ihr aber eh. Die habe ich sogar in einer großen Dube. So wie die hier. Die habe ich nämlich auch aufgebraucht. Und die habe ich auch in einer großen Dube. Die mag ich auch sehr gern. Ich sollte mal die wieder öfters verwenden. Dann habe ich eine Tuchmaske leer gemacht von Tony Moly. Die war so gut. Man riecht es leider nicht mehr, aber die hat so gut gerochen. Ich habe mich wirklich verliebt in den Duft. Und auch in das, was sie gemacht hat. Also die war wirklich gut. Leider hat der Tiki Max komischerweise keine Tony Moly Maske mehr. Und zum Bestellen bin ich mir zu faul. Aber die war wirklich gut. Sollte ich die irgendwann nochmal erwischen, werde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich meine Einwegwaschlappen aufgebraucht. Sehr spannend, ich weiß. Dann ist leider leer geworden und die fand ich wirklich gut. Ich weiß nur leider die Marke nicht. Polishen, das glaube ich ist die Marke. Die waren so, so gut. Mit denen bin ich so lange ausgekommen. Die waren von Tiki Max. Leider gibt es die nicht mehr. Leider. Und ich hätte die so, so gern wieder, aber ich fand die Verpackung auch so schön. Und ich bin mit denen so lang ausgekommen. Ich weiß nur leider nicht, wie viele Stück da drin sind, weil da steht nichts, wie viele Stück drinnen sind. Nö. Aber leider hat es die nicht mehr gegeben beim Tiki Max. Ich habe andere gesehen, aber die habe ich mich nicht nehmen traut. Für 5 Euro waren mir die zu teuer und wenn ich nicht weiß, wie die sind, habe ich mir gedacht, nee, lass lieber. Aber die fand ich wirklich gut und denen traue ich extrem hinterher. Dann habe ich leer gemacht mein Reinigungsgel, endlich, von Clinique. Ich fand das nicht so gut. Es hat sehr geschäumt. Ich glaube, das hätte auch die Bläschen da oben verraten sollen, dass das so schäumt. Das habe ich mir ja damals auch von Tiki Max günstiger gekauft. Ich wollte das nämlich damals immer unbedingt haben. Das Problem ist, war auch für den falschen Hauttyp, weil ich habe keine normale bis Mischhaut. Ich habe das halt in der Früh immer verwendet, um den Rest noch runterzukriegen oder manchmal auch am Abend.
aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich bin mit dem extrem lang rausgekommen, weil da waren 250 Milliliter drin. Aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich habe dieses schäumende Gefühl überhaupt nicht leiden können auf der Haut. Deswegen würde ich es mir jetzt nicht nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht, mein Rasiergel, das Reed Mandarin hat das geheißen. Ja, das war so geil vom Duft her und leider gibt es das nicht mehr. Oh, das war so gut. Das war wirklich gut. Das war auch mein letztes Backup. Ich glaube, ich habe gar keine Rasiergel mehr von Balea, die alten. Das war mein letztes Backup und das war so gut. Das war wirklich urgut. Dann habe ich hier noch einmal diese Augenpads von Cadea Vera aufgebraucht. Die mag ich auch sehr gerne. Seht sie sicher öfter noch in meinen Videos. Weil die mag ich wirklich, wirklich gerne. Dann habe ich aufgebraucht zweimal diese No-Straps, die schwarzen. Die liebe ich ja auch, da brauche ich auch nicht mehr viel sagen dazu. Irgendwie hasse ich meine Haare heute. Extrem. Dann habe ich hier eine Probe leer gemacht, was mich gerade wundert, dass ich die aufgebraucht habe. Von Marbert, das Woman Pure Parfum. Den gibt es ja leider nicht mehr. Ich habe ja den Duschschaum oft und das Parfum habe ich auch und ein paar Proben habe ich auch noch. Aber ich liebe den Duft. Ich liebe den. Dann habe ich leer gemacht mein Trockenshampoo. Das kennt ihr ja eh auswendig. Ich glaube aber, durch das, dass ich das zu oft verwende, kriege ich Schuppen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist davon. Aber ich kann es euch nicht genau sagen. Dann habe ich leer gemacht meinen Augen-Make-up-Entferner. Den kennt ihr ja eh auswendig. Liebe ich, benutze ich nur noch, kaufe nichts anderes mehr nach. Dann habe ich ein Duschpeeling leer gemacht. Langsam sprechen. Von Balea, das ist das mit Sommerliebe heißt das, mit Melonenduft. Das liebe ich ja wirklich. Das ist so gut vom Duft her. Aber ich habe das jetzt irgendwie schon genug. Also oft genug benutzt. Ich finde, das passt im Sommer und jetzt nicht in dieser Winterzeit. Deswegen habe ich jetzt andere, die ich noch benutzen kann. Aber ich habe noch ein paar Backups davon. Dann habe ich eine Crememaske von Balea wieder aufgebraucht. Irgendwie ist das aufgebrauchte Video sehr Balea-lastig. So sieht die aus. Das ist diese kirscheweiße Tee. Wisst ihr, die liebe ich. Und da habe ich ja ur viele Backups davon. Wie eine gestörte. Oh, Möwen fliegen rum. ja, da habe ich Gott sei Dank noch ein paar Backups, weil die gibt es ja leider nicht mehr. Dann habe ich noch eine Tuchmaske aufgebraucht von The Cream Shop, heißt die Marke. Mit Lavendel. Den Duft mag ich überhaupt nicht. Der ist so penetrant. Ich glaube, ich sterbe. Ich mag es überhaupt nicht. Ich habe noch ein paar und ich glaube, ich werde die verschenken. Das Design ist mega schön mit diesem Lavendel, aber es riecht Gott sei Dank nicht mehr danach, aber das war für mich viel, viel, viel zu viel. Viel zu viel. Also ich habe das überhaupt nicht leiden können, den Duft. Na, da habe ich auch Kopfschmerzen davon bekommen. Also glaube ich, werde ich die verschenken. Ich schaue aus wie ein zerrupftes Huhn, oder? Gott. So, ich habe noch eine Maske aufgebraucht. Das war die Tropical Dream. Die war okay. Ich weiß gar nicht, ob ich davon jetzt noch Backups habe. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Aber die war nicht schlecht. Dann, oh, die waren widerlich. Die habe ich gehabt zum Abschminken da bei meinem Schminktisch. Die waren so grauslich, deswegen würde ich mir die nie wieder nachkaufen. Der Duft war mega ekelhaft. Mega, mega, mega grauslich. Boah, hat wie Kloreiniger gerochen. Mag ich überhaupt nicht. Würde ich mir niemals nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht mein Haferduschgel. Die Bodylotion ist leider noch nicht leer worden, weil ich so eingremfaul noch immer bin. Aber das Duschgel ist leer worden. Ihr wisst ja, ich bin ein Hafer-Junkie. Ich mag das ja urgern. Aber ich habe leider auch nicht mehr viele Backups davon und das gibt es ja leider nicht mehr. Und ja, Trauer, Trauer. Oh, nochmal Wattepads, sehr schön. Nochmal Wattepads. Dann habe ich eine Seife aufgebraucht, die ich noch nicht mal gesehen habe, weil ich die noch gar nicht hergezeigt habe. So sieht die aus. Das ist das japanische Kirschblüte. Die japanische Kirschblüte Flüssigseife. So, Limited Edition. Aber ich habe da das Gefühl gehabt, dass ich die nicht so lange gerochen habe. Jetzt so, in der Verpackung schon, aber die war irgendwie zu leicht vom Duft her, dass man die dauerhaft gerochen hat. Die ich jetzt habe, die riecht man dauerhaft und ich mag den Duft nicht. Aber ja, Aveo kaufe ich ja zwischendurch immer wieder nach. Als nächstes habe ich Warm Cinnamon Night von Tracklemoon, ihr wisst ja, immer diese Diskussion. Ja, ich liebe das. Ich habe mir ja damals viele Backups davon gekauft. Ich liebe das. Und jetzt habe ich wieder Bock, das zu benutzen, jetzt wo es Richtung Winter wieder geht. Dann habe ich hier ein Mini-Shampoo leer gemacht. Das fand ich aber nicht so gut. Irgendwie war ich froh, dass das leer ist. Es hat gut gerochen, aber ich fand das nicht gut. Das war von Syers, dieses Repair-Shampoo. Würde ich mir nicht in groß nachkaufen. Als
Als nächstes habe ich von MAC wieder meinen Augen- und Lippen-Make-up-Entferner aufgebraucht. Ich habe jetzt Gott sei Dank schon angefangen, ein bisschen sparsamer damit umzugehen, weil ich nicht mehr so oft so knallige Lippenstifte trage. Obwohl, naja, stimmt nicht ganz, aber ich versuche sparsamer damit umzugehen, weil die gehen bei mir wirklich schnell leer, zu schnell leer. Schaut euch das an, ich schaue wirklich aus wie ein zerrupftes Huhn und die Seite schaut so ein bisschen fettig aus. Grauslich. Ja, also ich hab den natürlich noch, aber ich versuche sparsam damit umzugehen. Dann habe ich hier Proben leer gemacht und sogar nochmal eine Packung No Stripes. Ja, ich habe von Shiseido ein Serum aufgebraucht als Probe. Das ist so gut. Ich habe Gott sei Dank noch eine Probe davon. Die habe ich auch von irgendwem gekriegt. Fragt mich jetzt nicht von wem. Aber die war wirklich gut. Nur das Problem ist, Shiseido ist mir zu teuer. Deswegen würde ich mir das nicht nachkaufen. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von den Chill Thunder Sunlight. Und der riecht so geil. So sieht er aus. Ich habe den auch in groß da hinten irgendwo stehen. Bei meinem Kasten sieht ihr jetzt nicht. Seht ihr jetzt nicht. Da irgendwo hinten. Ich glaube, das da ist er. Habe ich den auch Gott sei Dank in Originalgröße, aber ich finde den super. Ich finde den wirklich super. Brauche ich mir ja Gott sei Dank nicht nachkaufen, weil ich ihn ja habe. Dann habe ich eine Probe leer gemacht und ich glaube, den gibt es leider nicht mehr. Weil den hätte ich gerne gehabt, den groß. Das ist von Elisabeth Le Parfum Leo Couture. Eau de Toilette heißt das. So, sieht man das eh? Ich hoffe es. Das war diese türkise Verpackung, war das von dem Elisabeth. Ich glaube, die haben den nicht mehr. Man sieht es auch da auf der Verpackung gut, dass das ein bisschen türkis ist. Man riecht ihn auch leider nicht. Aber der war wirklich, ein bisschen vielleicht, der war wirklich gut und ich finde es echt schade, dass den nicht mehr gibt. Dann habe ich eine Duftprobe von Missoni aufgebraucht. Wir haben Missoni nicht in der Filiale, wo ich arbeite, leider. Aber der war auch nicht schlecht, nur ist mir das, ich habe ja so viel, deswegen würde ich mir keine, obwohl ich mir jetzt vor kurzem wieder welche nachgekauft habe, würde ich mir nicht nachkaufen, weil ich ja noch so viel habe. Dann habe ich noch eine Probe leer gemacht. Die sieht so aus, das ist aus diesen koreanischen Pflegebröbchen von meiner Freundin. Das war nicht schlecht, weil ich habe ja so ein Serumproblem. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, ich habe kein Serum mehr, weil ich habe nämlich das von Clarins aufgebraucht. Das sieht so aus, das habt ihr glaube ich erst vor ein paar Monaten in einem Favoritenvideo gesehen und es ist leider schon leer. Ich habe noch ein Backup davon, aber ja, ich habe Angst, das zu benutzen, weil ich will nicht, dass es leer geht. Irgendwie ich stört. Ich habe noch so andere Sachen, die ich noch vorher gern benutzen würde, weil das war wirklich gut. Also das würde ich mir immer wieder nachkaufen, weil das war wirklich super. Ich habe einen Frosch im Hals, jetzt wäre mir fast der Duft aus der Hand geflogen. Ich habe ein Parfum leer gemacht und ich liebe dieses Ding, weil da kann man so cool spielen. Das ist von Cacharelle ein Duft. Da gibt es immer so limitierte Editionen von Cacharelle und ich sammle die ja, seit ich angefangen habe bei Müller. Der hat so gut gerochen. Da war nicht mehr viel drinnen, aber der war echt gut. Der war wirklich gut und ich finde schade, dass es den nicht mehr gibt. Wollte den jetzt nicht in den Korb reinschmeißen. Aber ja, es gibt andere Düfte, die ich auch gut finde und ich glaube, ich habe sogar noch einen von denen. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich habe noch einen. Dann habe ich einen Lip Liner aufgebraucht und den hasse ich wie die Pest. Das war von Catrice einer. Der hat nur geglitzert und ich fand den mega beschissen. Gott sei Dank gibt es den nicht mehr, weil da habe ich mir den unbedingt einbildet, weil ich ja eine orangene Phase habe. Wenn ich so arbeiten gehe, schminke ich mich nämlich orange, obwohl ich das jetzt auch wieder ändern will, weil wir ja zur Weihnachtszeit kommen. Und ich kann kein Orange mehr sehen. Jetzt schon nicht mehr. Obwohl ich ja noch nicht lange mich orange schminke, aber ich kann es nicht mehr sehen. Dann habe ich noch 3 Make-up-Produkte leer gemacht und ich kann stolzer gar nicht sein auf mich, wirklich nicht. Ich habe als erster ein Rouge leer gemacht von Catrice. Ein orangenes Rouge. Ich muss aber sagen, da ist mir der Rest auch rausgebrochen. Hoppla. Das war dieses Aprikos-Smoothie. Na? So sieht das aus. Ich meine, man sieht jetzt nicht mehr viel, aber das waren ja diese zweifärbigen Rouge von Catrice. Bleibt gefälligst offen. Es war okay, aber ich habe so viele, deswegen würde ich mir jetzt keine mehr von Catrice nachkaufen, weil ich eh so viele habe. Von Essence mein So Glow Cream to Powder Highlighter ist auch leer worden. Und den traue ich ein bisschen nach, weil der war wirklich gut. Den ich jetzt verwende, der ist auch gut, aber der war wirklich Bombe und der ist ja leider aus dem Sortiment gegangen, deswegen kann ich mir den nicht mehr nachkaufen. Aber was ein bisschen ähnlich ist, ist ja die MAC
sind diese Mac. Wie heißen denn die? Ich habe einen aufgebraucht. Ich weiß nicht, wie die heißen. Cream to Color Base oder irgend sowas heißen die, glaube ich. Den mag ich auch. Aber der war auch nicht schlecht. Der wäre halt günstiger gewesen, aber gibt es nicht mehr. Man kann ja nichts dagegen machen, wenn es das nicht mehr gibt, oder? Dann habe ich meinen Bronzer leer gemacht und ich kann es gar nicht glauben, dass der doch leer worden ist. Das ist von diesem New York City Smooth Skin Bronzing bla bla bla. Habe ich von meiner Freundin bekommen und da war ich echt traurig, wie der leer worden ist. Ich mochte den so, so gern. Ich habe mich schon voll an den gewöhnt und habe gar nicht darüber nachgedacht, was ich dann als nächster verwende oder ob ich überhaupt irgendwann mal wieder was anderes verwende und er ist komplett leer. Mich wundert ja, dass das diese Verpackung ausgehalten hat. Das wundert mich ja extrem. Also, der ist Bombe, der Bronzer. Leider gibt's, also ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Meine Freundin hat gesagt, sie schaut für mich nach. Aber der ist super. Der ist wirklich super. Wenn es nach mir ging, hätte ich nur noch den. Weil der war wirklich gut. Der war wirklich gut. Das war die Farbe 720A Sunny. Der war so gut. Der war so gut, ich traue den so hinterher. Und da ist jedes bis zum letzten Ding konnte ich den benutzen, weil da nichts rausbrochen ist, so wie bei den Catrice Rouge und Catrice Bronzer und sonst irgendwas. Bei dem ist nichts passiert, nichts. Und deswegen, ich traue den echt hinterher, wirklich hinterher. Ich finde den wirklich super. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich was aufgebraucht habe. Ist ja auch mal wieder wichtig, oder? Wenn man dann was aufbraucht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass es viel ist wieder. Also wenn ich so in die Kiste reinschaue, sehe ich, dass es wirklich nicht viel geworden ist. Aber ja, mein Gott. Man kann ja nicht jeden Monat immer zigtausend Sachen aufbauen. Ich habe das auch ein bisschen rausgezögert, ich bin ehrlich zu euch. Weil es wäre noch weniger gewesen, wenn ich das jetzt nicht ein bisschen rauszögert hätte mit dem Sammeln. Dass ich es noch rauskriege. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich das Gefühl habe, es ist wieder ein bisschen kurz, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Dann sehen wir sich wieder im nächsten Video wieder. Bye! Das war jetzt kein Deutsch. Tschüss!